Hallo zusammen, ich habe gerade zwei Formel 1 Rennen aufgenommen, einmal aus Ungarn und einmal aus Deutschland, aus Hockenheim, also zusammen mit den Pizzi-Jungs und der Luca, und ich bin fertig wie immer, hat aber trotzdem mega Spaß gemacht, kommen wir in den nächsten zwei Wochen dann eben die Rennen auch mal im Gaming-Kanal. So sieht das hier aus, mit diesem Lenkrad habe ich gespielt, da war das Spiel drauf und Leute, das macht immer so Spaß, also ich muss wirklich sagen, Formel 1 sind meine absoluten Lieblingsnamen im Moment auf meinem Gaming-Kanal. Und jetzt habe ich gerade den Anruf bekommen, dass mein Schreibtisch da ist. Ich habe selbst kaum noch geglaubt, Leute, aber wirklich, mein UFO-Schreibtisch wird heute gerade geliefert. Und das Dumme ist, ich habe den extra gesagt, ruf mich vorher an, bitte, dass ich da irgendwie nach hinfahren kann. Ne, haben sie nicht gemacht, hat angerufen und gesagt, der ist schon da. Aber Revi ist wohl da und hoffentlich schafft das mit denen schon mal die Kleinigkeiten hochzutragen. Aber die Tischplatte ist riesig und die liefern nur freie Bordsteinkante, sonst hätte es 600 Euro mehr gekostet. Das wäre ein bisschen absurd gewesen. Aber deswegen mache ich mich jetzt gerade erstmal auf den Weg direkt ins UFO, um eben den Tisch entgegenzunehmen. Ich hoffe, Revi hat den auch wirklich heil gelassen bis jetzt. Und dann können wir vielleicht schon aufbauen, das wäre mega nice. Das vom Auto bis hierher tragen muss. Ach, er musste das machen? Ja, ich auch natürlich. Oh, danke. Und er sowieso, der hört nichts. Ach, der ist da, der ist ja da. Ach hier, aber hallo hier, ne? Hey, hallo. Wir sind da. Wer ist das? Rahim vielleicht, unser inoffizieller Hausmeister. Also ist der echte Hausmeister, Rahim ist der inoffizielle Hausmeister. Doch, doch. Er kann schon gut schrauben, aber ist ein bisschen Disziplin muss den mal bringen. Ich glaube, ich kann den. Ich habe den so schon gesehen. Der da? Das ist Rahim. Oh Jesus. Ja? Ja, bist du oder sie? Hi. Ja, Felix, du musst jetzt auch die Hände dreckig machen, also komm jetzt, hör doch. Hast du probiert? Was? Wird eng, glaube ich. Das passt nicht, Dario. Das passt nicht. Wir schneiden in der Mitte und dann passt. Auf jeden Fall, Leute, ist mein Schreibtisch da, wie ihr sehen könnt. Rede hat den schon mal hier reingetragen von draußen, weil die haben ja nur ein bisschen Bordstein geliefert. Dankeschön nochmal dafür. Das war ich. So, das warst du dann? Ja. Ich glaube, wir würden das machen. Aber anscheinend kriegen wir es immer wieder ausgebessert, Leute. Aber das ist so mal die Schreibtischplatte. Also mal gucken, ob wir es hochbekommen. Rahim ist da, Jerry ist da. Langsam nicht fallen lassen. Einer muss da rein und unten packen. Seid ihr drin? Ja, perfekt. Komm her. Putsch. Nimm Putsch und dann... Kein Hundetransport jetzt. Dass der mich meine Maus nicht frisst. Oh, Scheiße. Jetzt ist meine Maus. Das ist schon ein Stück der Abfahrt. Scheiße. Dieser Hausmeister. Ja, Wahnsinn. Der ist Wahnsinn. Und zwei Teile nicht fallen lassen, Jungs. Danke. Jungs. Schön. Aua. Bis bald. Das hat Wege. Oh. Du kommst damit klar. An der Stelle auch noch was? Ja, hier. Ach, die sind komplett rausgebrochen. Der ist ja überall. Also im Endeffekt ist der Tisch halt im Arsch, ne? Ja. Also, der komplette Tisch ist halt kaputt, weil die haben halt einfach komplett den Tisch zerwichst. Aber hier ist es auch gebrochen. Was? Oh, die ganze Platte ist hier durchgebrochen. Was? Hier, direkt hier. Also, und dann haben die... Das Schreibtisch ist da, aber wie es aussieht, hat die Spedition das Ganze... Die waren sowieso schon so richtig scheiße, Alter. Junge, der Typ ist eben einfach abgefahren. Der stellt das von der Palette. Tschüss und wollte wegfahren. Runterher bin ich schon los. Weiter weg. Die haben das auch schon hier seit zwei Wochen in Köln, weil die es nicht geschissen bekommen haben, das hier auszuliefern, weil es so groß ist. Auf jeden Fall hat die richtig verkackt, die Spedition. Und haben anscheinend den Tisch einfach zerfickt. Also an mehreren Stellen hier zum Beispiel abgebrochen, dass es hier eine Ecke, wo halt eine Schraube durchgeht. Hier sieht man es, ne? Hier ist auch so ein Stück. Du schleifst die Klappe schön. Und dann, ich wollte dir gerade mal zeigen, du mein Lieber. So, ich weiß, du willst hier durch, aber... Das ist Butch, der ist berühmt dafür, dass er immer im Weg steht. Seht ihr die Schraube? So. Ist einfach hier rausgebrochen. Was muss man damit machen, dass sowas passiert? Und was ist jetzt eben die Frage für mich? Kann ich das nutzen? Soll ich es nach England zurückschicken und wieder anderthalb Monate warten, bis ich was Neues bekomme? Ich würde gucken, ob du das zurückschicken kannst. Nee, eben. Da kann ich nicht zurückschicken. Soll ich nochmal die... Aber das Ding ist, du musst halt mit denen in Kontakt treten und sagen, hier alles kaputt. Grundlegend erstmal sehen, dass du dein Geld wieder kriegst. Alleine, dass die Tischplatte, die halt einfach am wichtigsten ist, komplett durchgebrochen ist. Aber dass der so an sieben verschiedenen Stellen kaputt gebrochen ist, macht halt keinen Sinn. Das ist halt 100% Spedition. Aber du hast einen schönen Tisch. Also es ist schön. Nee, herzhaft, das ist wirklich schön. Das ist wirklich ein schöner Tisch, aber es ist halt echt ärgerlich, dass die den so kaputt gemacht haben. Aber gut, jammern bringt alles nichts. Wir werden das jetzt hier zusammen fixen. Oder ich schätze mal vor allem hier, ich gucke. Bisschen zu. Ihr könnt auch zugucken. Was machen wir jetzt genau, um den Tisch hier sozusagen benutzbar zu machen? Wir nehmen jetzt auf jeden Fall erstmal die beiden Schrauben raus und hier auch. Und dann schrauben wir im Endeffekt die beiden Stücke nochmal separat hier noch wieder rein. Und dann sieht es auf jeden Fall schon mal wieder schön aus. Und dann setzen wir die Schrauben auf jeden Fall wieder neu, damit die auch eine Funktion haben und nicht nur einfach wegen der Optik da sind. Mit dem Riss würde ich tendenziell, wie gesagt, einfach auf der Seite so drei, vier Schrauben nochmal in die Multiplexplatte schrauben, dass wir... Oder wo ist der Riss gewesen hier? Nein.
hier, glaube ich, ne, ja, hier. Ja. Dass wir hier jeweils irgendwie nochmal zwei, drei Schrauben reinsetzen, damit wir die Multiplex-Platte im Endeffekt an der Bude nochmal festmachen. Und dadurch hast du dann auf jeden Fall nochmal eine höhere Stabilität. Ja, wichtig wäre eigentlich nochmal Baumarkt theoretisch, um halt Kit zu kaufen. Um auf der Seite weiter. Sehr gut, dann kriegen wir das mit dem Schreibtisch vielleicht heute doch noch hin. Mega Dank auf jeden Fall schon mal an Jerry und Rahim, dass sie mir hier helfen. Der Red Jay ist einfach mal Tischler, also perfekt. Baumarkt gefahren, weil wir brauchen ja noch so eine bestimmte Holzpaste, die genau ist eben hier wie das Holz, also das Holz, Chestnutholz. Sie können auch Nussbaum nehmen. Warte, Walnut oder Chestnut? Was hast du auf dem Tisch? Das ist die Frage. Ernsthaft jetzt? Weiß nicht. Ja, ich glaube, ich bin mir ziemlich noter Chestnut. Ja, ziemlich sicher Chestnut, ja. Das ist Mahagoni auf jeden Fall zu rötlich. Und das hier, da brauchst du mal genau was dazwischen. Ja, hier haben wir doch die Paste. Ah, perfekt. Scheiße. Sieht aus wie, ne? Etwas dunkler aus. Oder? Ja, das ist auf jeden Fall zu dunkel. Hier haben wir das normales Nussbaum. Oh, jetzt kriege ich den Deckel nicht mehr zu. Passt. Deswegen, Leute, wenn ihr Nussbaumpaste kauft, immer aus dem letzten ganz hinten rausnehmen, weil die vorderen, ne? Jerry, ja. Weil vorne der Jerry schon dran, ganz klar. Oh. Ja, guck mal, das sieht doch schon gut aus. Ja. Ja, das nehmen wir. Perfekt. Schrauben haben wir? Das sind die richtigen? Ja. Sehr gut. Nur zwei wollen wir noch einen Aussatz hier mitnehmen. Nee, reicht. Oh, 26 Cent. Ja. Lieber keinen dritten mitnehmen, ne? Komm, wir kleben das einfach direkt hier rauf. So, so machen wir das, oder? So. Ja, genau, den suche ich gerade. Ach, hier. Genau. Ja. Haben wir alles. Drei normale Käsebrötchen bitte. Tomate und Ei runter wäre super. Ei auch noch? Ja. Doch. Tschüss. Das hätte ich dir auch sagen. Ja, Butch ist er wieder da. Hast du das so aufgeregt? Wenn sie an der Waffe unserer Aufnahme mit dabei, ein bisschen habe ich ihn gekrabbelt, weil Revi so geschrien hat, dann ist er mal angekommen, so, was ist los bei euch, Alter? Was passiert gerade? Wieso schreit er denn? Alles wieder gut, alles. Ja, guck mal, das haben wir gekauft und Essen haben wir auch noch. Du hast gesagt, er isst nur Fleisch, ne? Er weiß, dass Essen ist, aber er isst es nicht. Auch praktisch auf jeden Fall. Hier, wir haben jetzt auf jeden Fall gekauft Holzpaste, um das Ganze auszubessern. Dann haben wir nochmal Schrauben, die da ja, also rausgebrochen, wo die Schrauben waren. Das wird jetzt hiermit sozusagen ersetzt, nochmal ordentlich rangebaut. Wofür brauchen wir die ganzen kleinen Nägel hier? Wo so ein bisschen was abgeplatzt ist, um die kleinen Holzstücke noch ein bisschen festzumachen. Okay, findest du auch, ne? Ja, dann machen wir so. Perfekt. Und dann haben wir noch einen Spachtel, um mal zu spachteln mit der ganzen Paste und so weiter, Leute. Das machen wir jetzt. Ein bisschen was essen. Und dann vielleicht kriegen wir den Schreibtisch jetzt wirklich noch aufgebaut heute. Ja. Aber nur dank euch beiden. Ja, Jerry ist ja gelernter, du bist richtig gelernter Tischler, ja? Ja. Ausbildung abgeschlossen. Hab ich damals mal gelernt, richtig. Richtig ordentlich gelernt, Respekt dafür auf jeden Fall. Wir kriegen das hier hin, Leute, auf geht's. Letzte Fake-Schraube geht jetzt auch noch da hinten rein. Und dann steht das Teil. Falls ihr gut aufgepasst habt, Leute, wisst ihr, dass das eigentlich mal, ist das laut hier, eigentlich mal anders geplant hatte. Der Schreibtisch sollte ja eigentlich, wo
von hier sozusagen in den Raum reinstehen. Hatten wir auch kurz so stehen, aber dachten dann doch, es macht den Raum zu klein. Und dann sind erstmal so gestellt. Dementsprechend würde ich dann aber auch das Sofa nicht mehr in die Ecke, sondern mehr hier so gerade in den Raum stehen. Gerade ist total zugemüllt, ist der ganze Effekt kaputt, aber ich finde, dass in letzter Zeit eben cool aussah, als nur das Sofa drin war, als es genau hier so schön in der Mitte war. Mal gucken, Leute, vielleicht lasst ihr das so. Fetter Perserteppich, den suche ich ja noch mit Rahim in den nächsten Tagen mal aus. Ne? Das machen wir. Und ihr habt gerade schon angebracht, Leute, das erste Accessoire sozusagen meines Schreibtisches. Ich möchte hier an die Rails, möchte ich die verschiedensten Sachen dran machen. Das hier ist ein schönes LED-Licht, eine schöne LED-Softbox praktisch, ohne Softbox, aber ein schönes softes Licht ist das hier. Von dem kommen jetzt zwei Teile ran. Also wirklich danke, dass du mir hilfst, weil ich könnte jetzt auch nicht die ganze Zeit hier drehen. So. Das ist gut, dass wir einen Tischler haben hier. Ne? Aber gut, dass man es mal gelernt hat. Das ist das Schöne, ne? Das hat meine Mutter auch immer gesagt. Was? Lern den Job, dann hast du das und dann kannst du das für immer und immer und immer wieder kannst du das anwenden. Und dann kannst du all deinen Freunden immer helfen. Genau, richtig, das war auch ihr Gedanke. Dann kannst du dich immer von allen ausnutzen lassen. So, schön, deine Schrauben sind drin. Mega, mega, mega Dankeschön, geil. Alter, mega. Geil! Vor allem, wenn auch noch der zweite Spot dran ist und die Bildschirme drauf sind. Ja, das wird richtig fett, weil ich möchte eben alles hier an diesen Rails befestigen. Ich muss noch den, falls ihr eine Ahnung habt, wie ich die besten Monitorbefestigungen für so normale Standard-Rails bekommen kann, schreibt es mir mal. Weil ich möchte eben zwei oder drei Monitor daran machen, hier noch ein Softbox-Licht dran. Falls ihr das Ganze aus der Perspektive von Jeremy nochmal sehen wollt, schaut auf seinen YouTube-Kanal vorbei, der hat auch gevloggt. So. Jeremy Grube ist der YouTube-Kanal. Ich verlinke Dankeschön. Das unten. Rahim hat auch zumindest seine Insta-Story gepackt. Ist auch unverlinkt. Und YouTube hast du auch? YouTube habe ich auch ein Video jetzt. Ja. Weil es ist alles unverlinkt. Schaut da auf jeden Fall bitte mal vorbei und sagt ein fettes Dankeschön von mir. Weil ohne die wäre ich heute wahrscheinlich einfach nur hier am Boden zerbrochen. Weil wirklich der Schreibtisch, der kam kaputt an. Ihr habt es gesehen. Den hätte man so nicht benutzen können. Der war einfach halt auch instabil, weil ja alles, die Tischplatte ist gebrochen. Aber wir haben das hier komplett gefixt. Es steht jetzt alles. Man kann es benutzen. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt kann ich fast schon einziehen. Ich brauche noch einen Teppich für die Akustik. Ein riesen Schrank da vorne. Und hier ansonsten kann man alles noch machen, wenn ich hier eingezogen bin. Also ja, endlich ordentliche Fortschritte im UFO. Da steht er jetzt, Leute. Fertig der Schreibtisch. Erstmal eben an der Wand. Nachdem der Schreibtisch hier so lag und alles mögliche da kaputt, weil ich nicht gedacht, dass wir das heute hinbekommen. Und der heute fertig da steht. Jetzt auch noch in einer anderen Position als gedacht, aber ich finde es eigentlich so cooler. Der ganze Raum ist halt einfach viel offener und man sieht eben auch in der Facecam im Hintergrund hier den ganzen Raum, was ich auch cool finde. Und statt halt nur so direkt halt die weiße Wand oder was auch immer ich noch in den Hintergrund mache. Nächster Schritt würde sein, hier einen fetten Teppich. Ich habe schon ein bisschen was geguckt. Ich möchte da sowas Extravagantes ein bisschen. Und vielleicht halt eben einen Perserteppich oder so einen Orientteppich eben. Wie Rahim schon gesagt hat, der ist einfach akustisch viel, viel besser. Und da finde ich eben auch cool, wenn so ein fetter alter Teppich hier liegt, möglichst alt am besten. Ja, dann eben hier noch die fette Kommode, die hier vorne fällt ja weg und dann eben noch die Ecke zum Aufnehmen und eben auch noch gucken, was ich da so mache. Da ist noch einiges los, aber ich kann auf jeden Fall damit demnächst endlich einziehen, also dieses Jahr Gott sei Dank noch. Und jetzt Leute, ich habe total meinen Adventskalender vernachlässigt. Wir haben heute schon Es ist Mittwoch. Der 7. Dezember 2020. Der 7. Dezember schön, alles klar. Das heißt, wir können bis hier alles aufmachen. Ich mache aber erstmal die zwei hier unten auf. Warte mal mit drin, Leute. Ein Kinderüberraschungsei. Mhm. Aha. Erstmal Schokolade. Mhm. Wir haben aber kein Auto hier drin. Ich dachte, das ist ein Autokalender. Wie funktioniert das? Das hilft nichts, ich muss in die Anleitung gucken. Ich hoffe, das lange Teil muss vorne der Kopf drauf. Und das letzte Seitenteil drauf. Perfekt, Leute, haben wir es. Also, was sagt ihr jetzt? Okay, anscheinend ist nur irgendwie 8 Autos also sind hier drin. Aber dann sammeln wir halt mal den Rest auch einfach nochmal mit. Vielleicht schenken wir es auch Revi, keine Ahnung. Mach's gut. Ciao. Schnell nach Hause, ich muss noch Ware aufnehmen. Und das ist eben die Kacke, Leute. Ich kann noch nicht im Ufer aufnehmen. Jetzt ist zwar der Schreibtisch da, aber ich muss eben noch umziehen. Da warte ich noch auf den Teppich. Also was heißt, ich warte auf den Teppich. Ich muss mit Rahim schauen, ob wir irgendwo halt ein Schnäppchen Perserteppich irgendwie finden. Irgendwie einen gebrauchten, weil sonst kosten die halt ein halbes Vermögen. Die meisten zumindest. Und wenn ich das habe, kann ich eben umziehen. Dann könnte ich jetzt auch einfach im Ufer weiter aufnehmen. So geht schnell nach Hause zu Tobi. Eben noch ein bisschen weiter aufnehmen. Da ist der Kölner Dom. Könnt ihr es erkennen. Sieht immer ganz schön aus. Ich muss tanken, Leute. Und ihr wollt nicht wissen, was ein Tank hier kostet. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet heute Spaß beim Zuschauen. Falls ja, drückt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Vlog. Macht's gut und ciao. Ihr denkt für mich ein bisschen beobachtet. Gibt's doch nicht. Ja. Oh.